Moin, meine herzallerliebsten HSV-Spieler. Ich bin gerade vom Dienst gekommen, stehe bei mir auf dem Parkplatz und will eigentlich gerade nach oben gehen, ja, nach Hause, auf die Couch, weil ich morgen früh auch wieder arbeiten muss. Ich habe eben gerade im Radio auf dem Weg nach Hause gehört, ja, was da gerade in Bremen beim Nordderby abgelaufen ist, ja. Kurz vor Schluss des Spiels, Bremen geht mit 1-0 in Führung. Die halten dieses Ergebnis natürlich bis zum Schluss. Und die Bremer Fans, ne, sind dann da schon am Jodeln nach dem Spiel. Ne? Zweite Liga, Hamburg ist dabei und so weiter und so fort. Ne? Die Saison ist noch schlimmer als alle anderen. Wenn ich so arbeiten würde, wie ihr spielt, dann wäre ich sofort arbeitslos, Mann! Sag mal, seid ihr nicht ganz dicht oder was? Ihr seid hochbezahlte Fußballspieler! Ihr kriegt dafür Geld, dass ihr den ganzen Tag Fußball trainiert und spielt! Ja? Die ganzen Trainer werden alle rausgeschmissen. Und dann so eine Scheiße. Und kriegt das noch nicht mal hin. Im Abstiegskampf 17. Platz, Mann. Echt, Bremen ist auf Relegationsplatz. 6-Punkte-Spiel. So wie die letzten Spiele. Jetzt kommt Mainz. Jetzt kommt Bayern. Wo wollt ihr denn da punkten, Mann? Alter Schwede, du. Echt, da kriegst du so einen Blutdruck, du. Da kann man schon gar nicht mehr ruhig bleiben, oder was? Was soll diese Scheiße? Wollt ihr dafür verantwortlich sein, dass der HSV abgestiegen ist? Aber euch ist das ja scheißegal. Weil sobald die runter in den Keller gehen, macht ihr von eurer Ausstiegsklausel Gebrauch und verpisst euch nämlich wieder. Und dann scheißegal. Ist doch egal, was wir im HSV löst dann. Oder was? Dann können wir zum Auswärtsspiel nach Sandhausen fahren. Seht zu, dass ihr euch jetzt den Arsch aufreißt da. Meine Fresse nochmal, du. Mann, Mann, Mann. Seht zu, dass ihr das jetzt mal vernünftig macht da. Ganz ehrlich, tut jetzt noch mal was für euer Geld. Und nicht immer nur dieses dämliche Gelaber. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ganz ehrlich, dieses ewige Gelaber. Euch müsste man ab morgen mit einer Peitsche über den Trainingsplatz jagen. Seht zu, dass ihr das in den Griff kriegt. Sonst habt ihr das wirklich auf eurer Visitenkarte stehen, dass der HSV das allererste Mal in der Bundesliga-Geschichte abgestiegen ist. Und das werdet ihr in eurer Karriere mit euch rumschleppen. Das solltet ihr euch vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen. In diesem Sinne, schönen Abend. Schlaft gut nach diesem hervorragenden Spiel. Nur der HSV.